Geht das überhaupt? Schaffst du das überhaupt? Ja. Ich bin mir sicher, dass die allermeisten mit Behinderung viel mehr Jobs ausführen können, als manche glauben. Und dass das auch ein Riesenpotenzial bietet. Menschen mit Behinderung können nur in einer Behindertenwerkstatt arbeiten. Oh. Aber was man dann da wirklich machen kann, ist für viele Menschen auch so unterfordernd, aber sie haben gar keine Chance, aus diesem Kreis auszubrechen. Ich habe es wirklich schon von sehr vielen Menschen gehört, dass sie da eigentlich nicht hin wollen. Dann die Bezahlung, darüber brauchen wir überhaupt nicht sprechen. Ja, es ist in Deutschland eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht gewollt, dass jemand mit einer Behinderung wirklich am ersten Arbeitsmarkt arbeitet. Es sei denn, die Behinderungen sind so handelbar, dass sie sehr easy und mit wenig Aufwand handelbar sind. Und das zeigt halt, wie jemand mit Behinderung in Deutschland wirklich angesehen ist und wie eben nicht wertgeschätzt man dann ist. Trotzdem sehe ich es ein bisschen zweischneidig. Weil es, glaube ich, schon Menschen gibt, für die das auch gut ist, darüber eine Beschäftigung zu finden. Das Problem ist aber eher auch, sich darüber hinaus zu entwickeln und weiterzukommen. Ja, und die Bezahlung, ne? Auch wenn es jemand fördert, das ist der Horror. Könnt ihr überhaupt arbeiten? Nee, können wir nicht. Ihr macht dem Arbeitgeber mehr Arbeit, als ihr ihm abnehmt. Da müssten wir jetzt an meinen Chef rein, aber ich hoffe, dem ist nicht so. Aber warum sollten wir? Ich gehe davon aus, dass ich ansonsten auch gekündigt werden würde. Nein, ich weiß, dass das Vorurteil gibt's, aber ich glaube, auch wir Menschen mit Behinderung können durchaus leistungsstark sein. Kann man sich schwer vorstellen, ne? Es gibt fast gar keine Jobs, die ihr übernehmen könnt. Ich bin mir sicher, dass die allermeisten mit Behinderung viel mehr Jobs ausführen können, als manche glauben. Und dass das auch ein Riesenpotenzial bietet. Denn ganz häufig müssen behinderte Menschen anders denken aufgrund ihrer Alltagssituation. Und diese anderen Denkweisen liefern häufig auch sehr kreative und innovative Lösungen, die man sonst vielleicht nicht hätte. Es gibt Jobs, die sich von vornherein ein bisschen ausschließen. Aber ich glaube, dass ich nie zu jemandem sagen würde, dass Dinge nicht gehen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bei meinem Studium und bei meiner Arbeitssuche immer so mehr danach entschieden habe, worauf ich Lust habe, woran ich Spaß habe, und der Rest hat sich dann einfach ergeben. Also ich finde es schwierig, immer pauschal zu sagen, geht nicht. Wie viele Menschen in unserer Welt machen hier Jobs, die sie eigentlich gar nicht machen wollen? Das heißt, den Weg zu finden, den du wirklich gehen willst, scheint auch unabhängig von den Hürden, die du hast, gar nicht so leicht zu sein. Ja. Also das hat mit unserem Rollstuhl gar nichts zu tun. Ja, das stimmt. Teilt uns doch voll gerne mal eure Erfahrung mit. Wie viele Bewerbungsgespräche hattet ihr bisher? Hattet ihr schon mal das Gefühl, dass ihr aufgrund eurer Behinderung nicht ernst genommen wurdet? Oh, super oft. Also in Deutschland wirst du häufig, wenn du körperlich behindert bist und im Rollstuhl sitzt, als geistig doof angesehen, auch wenn das keiner öffentlich sagen würde. Das stimmt, ja. Wie wollt ihr denn eine Präsentation verstehen? Indem wir nachdenken, mitdenken, nachfragen und zuhören? Das klingt nach einem vernünftigen Plan.
und in dem die Grafiken für uns beschrieben werden. Richtig. Ich finde eigentlich immer eher die spannendere Frage, wie präsentiere ich selber? Das stresst mich meistens viel mehr. Ja, verstehe ich. Weil ich dann auch den Anspruch habe, dass meine Präsentation auch richtig, richtig gut ausschauen muss und überzeugen muss. Und das ist so einer der Momente, wo ich auch ganz froh bin, dass ich dann tatsächlich sogar im Job für ein paar Stunden eine Assistenz habe. Ja, mega. Wollte ich gerade sagen, dann ist an dem Punkt eine Assistenz dann wirklich gut, ne? Der ich meine zwar meine klaren Vorstellungen mitteilen kann, wie es für mich aussehen soll, aber die es dann auch wirklich hübsch für mich macht. Die halt das umsetzt, was du nicht sehen kannst, deine Augen ersetzt. Korrekt. Könnt ihr denn telefonieren? Können Sie denn nicht wirklich zwei Treppen gehen? Ja, kannst du das überhaupt? Geht das überhaupt? Schaffst du das überhaupt?